Willkommen Bürger und Scharlatane zu Let's Quail Battle Brothers. Wir haben in letzter Zeit einen sehr guten Erfolg gehabt mit der Kompanie, haben sie gut entwickelt, haben uns einen ersten Gefolgsmann geholt, den Kartografen, der uns jetzt ein bisschen Kleingeld bringen wird. Wir gucken uns mal bei drei Grafen, weil wir ein bisschen knapper Kasse sind gerade und weil wir auch unsere Ambitionen erfüllen können, mal die Aufträge an, was wir da Schönes haben. Brauchen eh noch fast einen Tag, um zu reparieren und zu heilen, aber wir können ja trotzdem mal gucken. Oh. Drei Tage nach Südwesten. So. Rottenbach. Okay. Karawanenauftrag. 1000. Helfenstein. Essen wird gestellt. Dann würde ich sagen, rollen wir los. Da werden wir das garantiert überfallen unterwegs. Aber das ist nicht so schlimm. Für 1000 müssen halt bloß die ganze Ecke rüber. Und sagt, und dann gehen wir hier erkunden, Geld, Geld, Geld. Dass wir nach dem Süden können. Das Schöne ist, wir können jetzt unterwegs ein bisschen reparieren. Vielleicht haben wir Glück und werden nicht überfallen. Alles möglich. Aber ich kann gleich mal gucken. Wo war der? Der Quartiermeister. Ach ne, der ist nicht so spannend. Der Rekruter. Wo war denn der, wo man sieht, wie viele Städte man entdecken muss? Der Verhandler? Der Händler? Ah, uns fehlen uns noch 8 Siedlungen. Na okay. Ah, die schwarzen Schärfe funktionieren doch schon mal gut. Ah, wie sieht Björn aus? Björn ist geheilt? Björn ist geheilt. Na. Wir haben zwei Brüder, die relativ keine Rüstung haben. Die sollten wir natürlich bevorzugt demnächst versuchen mal auszurüsten. Wir könnten natürlich aber auch hier im besten im Süden runter. Dann müssten wir nicht wieder zurücklaufen. Das würde uns natürlich auch helfen. Und Sachen entdecken können wir da auch. Oh, wir treffen einen alten Söldner. Und, wir sagen, komm, willst du mitkommen? Im weiten Sinne. Und er sagt, nee, seine Zeit ist vorbei. Aber wozu braucht er den ganzen alten Kram? Ich soll den mitnehmen. Und wir kriegen ein Armingsword und ein Kettenhemd. Was sehr gut ist. Weil. Das ist nur 115er. Das kommt erstmal da rein, dann kriegst du nämlich dann eine bessere. Und das Schwert ist deutlich besser. Es hat 45 im Angriff, 40, 45, 20 an der Rüstung vorbei, 80 gegen Rüstung. Und ist für Chris jetzt den Knochenlosen ein echt schönes Schwert. Kann man nicht meckern. Oh Gott, Barbaren. Aber wir werden wohl doch nicht überfallen. Einfacher Auftrag.
Alle sind ein bisschen glücklicher. Wir schmeißen noch einmal Knete raus. Immer erschrockene Bürger, was habt ihr für einen Auftrag? Na, probieren wir es mal. Wo sind die Spuren? Da sind die Spuren. Die haben doch bestimmt Barbaren geklaut, den Stab. Ab in die Wildnis. Da sind die Diebe. Hoffen wir mal, dass es nicht wieder Nekromant ist. Das wäre... Ha, und das erste Geld verdient. Und es war natürlich ein Totenbeschwörer. Was soll es ja sonst sein? Der natürlich wie immer ganz hinten sitzt. Wie soll es anders sein? Okay, die kommen dann nach Norden, ist klar. Große Unterstützung. Speer raus. Und da haben wir den ersten Zombie erzeugt. Da ist der Nekromant. Okay. Die kommen nicht. Ja, die trauen sich halt nicht ran. Klar, weil wir Speer haben. Er hat einen Dolch. Dann geht ran. Kopf ab. Das dürfte sich ausgezombiert haben. Aber den nächsten Zombie erzeugt. Speer raus. Speer raus. Verdammt, verfehlt. Ah, Mist, der hat einen Flegel. Das war gut. Halt versuchen, in der Mitte durchzubrechen. Weil der Zombie ist als erstes dran. Die rennen alle, perfekt. Kommt Björn, hier Björn muss in den Bereich vom Zombie rein. Lass sie wegrennen. Komm, heb das Schild. Er rennt nicht mehr, scheiße. Ach. Die rennen. Keine Bedrohung. Eins, zwei, er geht auf den Schwächeren. Sehr gut, sehr gut. Kopf ab. Da kann nichts mehr mit Zombie kommen. Und rennen. Und zum Nico rennen.
So, der Necro kann nächste Runde nichts mehr machen. Den lass mal wegrennen. Dann müssen wir nur noch die Zombies totschlagen. Auch gerade gut bei sind. Der kann nur einen Angriff machen. Sehr schön. Dann kommt noch oben. Und wartest. Er wartet. Er hat sich gesammelt, aber er rennt trotzdem weg, weil er sieht ein, dass die Sache nicht mehr zu gewinnen ist. Außerdem kann er denn den Ruhm der schwarzen Schärfe verbreiten. Na? Wir warten, wir warten. Nekromant. Das sollten wir eigentlich rechtzeitig, bevor er verblutet, schaffen. Ja. Runde beenden. Und ist vorbei. Ludolf, der noch umbenannt wird. Hat er. Eine durchlöcherte Wange, ist aber klar, wer keinen Helm trägt, ne? Aber wir haben noch mal eine schöne Rüstung. Und ein bisschen. Ah, genau. Hier mit den Schilden. Der Buckler ist, glaube ich, das einfachste Schild im Spiel. Hat eine Haltbarkeit von 16, Nahkampfverteidigung von 10, Fernkampfverteidigung von 5. Und das nächstbessere Schild ist das Holzschild, das Runde, mit 15, 15. Und der Buckler braucht am wenigsten, ist am wenigsten schwer, macht nur minus 4 Ausdauer, während das Holzschild schon 10er abzieht. Also, ja, klar, ne? Das Barbarenlager ist ein bisschen zu heftig. Außerdem sind wir zu sehr verwundet. Erstmal kriegst du die bessere Rüstung. So eine 55er hättest du. Eigentlich ein Keulenbruder wäre nicht schlecht. Du kriegst deine Wurfspeere. Dann kriegst du eine Keule. Dann kann nämlich Leute betäuben mit einem Schlag. Und einfach mal ein bisschen. Genau. Und dann gehen wir zurück zu Helfenstein. Holen uns unser sauer verdientes Geld. Und würden hier weiter runterschleichen in den Süden. Okay. Wird auch noch ein. Ah, die nächste. Mal gucken, was können wir denn machen? Ich mache das mal dem Monster Hunter Quest. Eine Standarte oder eine Standarte? Die Standarte für 2000. Mhm. Und das übernachten wir hier mal kurz. Wir müssen eh Werkzeug kaufen. Gucken, was sagt er? Können wir eine Kette basteln? Ah, wir können eine Kette basteln vom Nachtseher. Machen wir mal. Dann haben wir unseren Schmied. 333er Helm. Krass. Den Dolch behalten wir mal. Der Wurfspeer kommt weg. Beim Taxidermisten verkaufen wir mal. Brauche eigentlich nur die Zähne und die Hörner.
Die Gehirne können wir verkaufen. So. Ja, was zum Bauen. Was zum Futtern, ein bisschen Käse. Die haben hier nicht so viel. So, wer hat denn die schlechteste Moral? Also die Kette von den Nachtseherern gibt plus 4 Moral. Können wir ausrüsten. 32. Ja, unser Frontlinienfußvolk kriegt erstmal die Kette. So, hat eine schöne, sexy Kette. Chris kriegt nochmal ein schönes Schwertchen. Und dann marschieren wir mal los und gucken, ob wir vielleicht noch was Schönes entdecken können. Wieder ein bisschen Geld bekommen. Aber ich habe Friedhöfe, habe ich keine Lust. Was haben wir in Erzburg für Aufträge? Können wir erstmal nichts machen. Können wir einmal rüber wandern. Wir haben ein bisschen Geld verdient. Ah, nein, das sind bestimmt die Geister. Nee. Den Geister kommen wir noch nicht an. Das wird zu heftig. Und es lohnt sich jetzt. Wie gesagt, allein durch das Entdecken kriegen wir immer 100 oder 200 Kronen und das ist unser Tagesgeld. Jetzt können wir ein bisschen mal die Welt erkunden. Einfache Kämpfe gewinnen. Ja, Horek, das fette Opfer, ist nicht mehr fett, weil er zu viel mit uns durch die Gegend gelaufen ist. Ja, so ist das. Kommst du in den schwarzen Schärfen, siehst die Welt, tötest Monster und Banditen. Und nimmst ab. Was? Hier gibt's nichts zu entdecken. Gibt's doch nicht. Kein Lager, kein nix. Oder sagen. Wir müssen uns dann auch langsam wieder in der Stadt nähern und mal was zu futtern kaufen. Oder jetzt einen kleinen Kampf gewinnen, wo wir was erbeuten können. Gehen wir wieder dahin, wo wir angefangen haben, in Rottenbach. Na, kein Camp. Doch, da war ein Camp. Und Geld verdient. Puh. Was könnte sein?
Gut. Auf zur Stadt. Was essen gehen. Und dann gehen wir mal in die Südlande. Haha, ein Dreierauftrag. Nee, 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 nee. Bisschen Brot, alles gut. Komm, Jungs, ich habe euch eine Runde versprochen. Gucken wir uns mal die Ruine an. Vielleicht können wir scouten, was drin ist. Oder schnappen wir uns da, was rausgekommen ist. Das sind jetzt die nächsten höheren Level von Gegnern. Probieren wir es. Aber nicht in Gebirge. Da finde ich es gut. Okay. Man sieht schon, die sind schon deutlich besser gepanzert, die Burgund Raider. Das würde mich jetzt spannend, die kaputt zu kriegen. Der ist sehr gefährlich hier. Weil er hat eine Waffe, die zwei Felder reich weit reicht. Okay, hat ihn nicht betäubt. Chrisson. Björn. Na, die bleiben mal schön hinten. Basti. Er ist der Toter. Er ist der Moralcheck. Ist schon mal gut. Ah, er verschanzt sich. Verschanzt sich. Okay. Die machen jetzt einen Schildwall. Das bringt natürlich die Verteidigungspunkte von denen hoch. Und der Namenlose ohne irgendwas kriegt natürlich auf den Sack. Den können wir am besten treffen. Ihn. Weil er auch nur so einen kleinen Buckler hat. Okay, der rennt fast. Da war nix. Basti. Sehr gut. Chris. Das war Helmtreffer. Okay. Versuch du mal einen zu betäuben, natürlich nicht. Okay, Ludolf wird vermutlich sterben. Dafür war er einfach zu schlecht. Oh, Riposte, okay. Er rennt weg. Morgenstern ist nicht gut. Morgenstern tut weh. Basti, komm. Sehr gut. Und Björn. Hau ihn tot. Naja, fast. Nachladen. Den töten wir. Das macht vielleicht einen Moralcheck. Oder auch nicht. Weil sie schlau gewechselt haben. Aber wir haben noch trotzdem Moralcheck. Zumindest der Raider ist kein Problem mehr. Und das dürfte deren Formation relativ schnell auseinanderfallen. Björn, du blockierst den. Wir lassen die nicht wegrennen. Und das war's. Die rennen weg. Und wir machen sie nieder. Geben wir die Rüstung? Wir kriegen die Rüstung. Sehr schön. Ah! Das war Friendly Fire.
Hast du Messer? Nee. Aber trotzdem. Oh, Dudolf hat überlebt. Er hat Gehirnschaden. Er hat eine schwere Kopfverletzung erlitten. Aber ist das nicht so schlimm? Er ist dadurch tapferer geworden, kriegt weniger Erfahrung, obwohl er mehr Erfahrung kriegt als Schüler und etwas weniger Initiative. Ja, kann man das eigentlich leben mit dem Gehirnschaden? Ansonsten hat er ein kaputtes Bein, naja, gut. Der Morgenstern gefällt mir. Also, der Flegel, nicht der Morgenstern. Schöner Helm nochmal. Zwei gute Rüstungen. Das war's wert. So, was haben wir? Wir haben einen 95er und einen 90er. So, Christian, das hast du auch mal vernünftige Rüstung hier, ne? Du kriegst ja 80er. Das ist ein 105er Helm. Jetzt wurde ein Gehirnschaden, hast du, Rudolf. Guck mal hier, du brauchst den Speer nie. Na doch, bald mal deine Nahkampfwaffe. Du brauchst, hier das Messer, das kann weg. Falchion. 34, 5. Also ich würde den Flegel nehmen. Weil der trifft stärker den Kopf und macht dadurch bevorzugt Kopfschaden. Also beim Flegel kriegt man, was hatte ich, Keule hatte ich vorher, ne? 25 bis 35, der Flegel macht eh mehr Schaden. 100% effektiv gegen Armor plus 10% Kopftreffer zu erlanden, ist natürlich schon erheblich schöner. Ja, du bist ein bisschen... So, dann hatten wir gesagt, Rottenbach hatte keinen guten Auftrag, ne? Für zwei mehr Tage, also können wir noch Koppmann haben. Können wir runterwandern. Vielleicht können wir das Camp da ausheben. Wir brauchen eh Werkzeug. Also gehen wir hier, verkaufen gleich die ganzen Sachen. Oh, Werkzeug ist teuer hier. Verkaufen wir ein bisschen den Kram. Boah, der Loot war ganz gut. Aber hilft allerdings, man muss halt Werkzeug kaufen. Was ist denn für ein Auftrag? Nee, 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 das wird zu heftig sein. Und wie gesagt, finanziell geht uns das relativ gut, weil wir halt einfach immer wunderbar erkunden können. Jetzt wollen wir mal übers Wasser zurück. Oh, Ludolf hat das Glück der Dummen und hat sich ein bisschen schneller geheilt. Na, damit kann man doch leben. Ölkarven. Gucken wir mal, was wir hier Schönes haben. Verschwundene und überfallene Handelsrouten. Hier könnt ihr mit einem Hafen zu einer anderen Stadt fahren. El Hadet. Was habt ihr? Ihr habt Bernstein. Bisschen Getreide, das nehmen wir mit. Werkzeug reicht. Essen haben wir für 3 Tage. Dann gucken wir uns den Auftrag noch an.
Okay. Sind es irgendwelche Tierchen? Den Auftrag machen wir noch. Ja, es sind Tierchen. Nachtseeras. Na, sollen sie mal rankommen. Wir haben Zeit. Ist hier irgendwo... Guck mal, da ist eine Söldnerkompanie, eine andere. Und jetzt haben wir die mit reingezogen. Das sollte eine relativ einfache Geschichte werden. Hallo, Freunde. Kompanie, keine Ahnung, wie ihr heißt. Oh, der hat einen sehr guten Kriegsbogen oder sowas. Geht mal ruhig vor. Das ist jetzt nicht so schlimm, Freunde. Sichern da eure Flanke. Björn stellt sich mal hier hin. Der ist geschützt durch den Speer. Und dahin. Basti holt seine Wurfspeere raus. Er hasst ja eh Monster. Kann er nicht so Runde schön schmeißen. Unser kleiner, dummer Ludolf holt auch seine Wurfspeere raus. Und dann passt das erstmal, würde ich sagen, ne? Gehst nochmal ein Stückchen vor. Kannst da bleiben, bleiben, bleiben und passt. Das ist so eine Art Kriegssense. Das ist richtig geil, so ein Teil. Man sieht auch die Zaruppen, die... Unheimlich. Einfach nur unheimlich. Er kommt nicht weg. Und ich sag mal sagen, das ist leicht verdientes Geld. Au! Noch sind wir Verbündete. Und die andere Söldnerkompanie ist größtenteils sehr motiviert, wie man sieht. Ach, triffst du eh nicht. Ja, da können wir, haben wir allerdings zu looten gehabt. Aber wir haben gut Geld verdient. Danke, Shields of the Night. Und den anderen Kram machen wir ein andermal. Tschüss.